Hallo? Ist jemand da? Okay, irgendwie sehe ich keinen Chat. Wo ist der Chat? Hä? Chat, wo bist du? Vielleicht bin ich auch noch gar nicht live. Okay. Okay, lol. Hi erstmal an alle. Ich finde gerade meinen Chat nicht. Ich sehe den hier nur am Handy. Also ich habe jetzt hier gerade meinen eigenen Livestream gestartet. Weiß jemand das, wie das bei OBS geht, wie man den Chat hier reinkriegt? Falls ja, do let me know. Ich will den Chat haben. Okay, Leute, ich muss einmal kurz googeln, wo ich diesen Chat hier finde, weil das geht nur, wenn man auf Twitch streamt. Nee, gestern ging das. Also ich hatte gestern einen Teststream gemacht und da habe ich die, da konnte ich den Live-Chat sehen. Also hier in OBS auch. Ich meine, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann gucke ich einfach am Handy, aber ich google das jetzt trotzdem noch einmal. OBS Live-Chat. Bei YouTube muss man auf dem Browser seinen eigenen Chat im neuen Fenster öffnen. Okay, also heißt das im Prinzip, ich muss jetzt meinen eigenen Livestream starten auf dem PC oder? Also so wie ich das gerade am Handy auch mache. Okay. Chat im neuen Ah, dann muss ich hier mal ausmachen, sonst hört ihr mich ja doppelt. Okay, gut, dann habe ich den Chat jetzt hier im Browser, ist auch okay. Nice. Genau, jemand hat gefragt, wie lang die Lernsession geht. Ich habe mir vorgenommen, jetzt eine Pomodoro-Lernsession mit euch zu machen. Heißt 50 Minuten lernen, fokussiert natürlich, und 10 Minuten quatschen, Pause und so weiter. Und danach gucken wir einfach, ob wir dann noch eine Lernsession hinten dran hängen. Wenn ihr noch Lust habt, beziehungsweise wenn ich noch Lust habe, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann ein andermal, weil das wird bestimmt nicht der letzte Livestream gewesen sein. Und das ist ein bisschen so ein Test heute, wie mir das gefällt, wie euch das gefällt und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, lassen wir das erstmal auf uns zukommen und gucken einfach. Schauen wir mal, was wird. Ne? Genau, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt oder so für den Livestream jetzt, dann let me know. Wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit. Ich habe mich heute extra früh eingeloggt, damit die Technik hier auch funktioniert. Das war aber tatsächlich einfacher als gedacht. Das hat einfach seine Einstellung von gestern übernommen. Von daher. Genau, ja, der Stream wird natürlich gespeichert. Ich speichere immer alle meine Streams. Und ja, falls ihr nicht die ganzen 50 Minuten dabei sein könnt oder komplett irgendwie verhindert seid, dann könnt ihr das gerne natürlich nachschauen, beziehungsweise dann nachträglich mit mir zusammen lernen. Genau. Ich gucke hier mal kurz, was geschrieben wurde. Kannst du das ein- bis zweimal die Woche machen? Ich muss mal gucken. Also, wenn das heute gut klappt, auch für mich, weil es ist für mich auch eine ungewohnte Situation, hier vor einem Publikum zu lernen, sozusagen. Aber dann würde ich das auf jeden Fall mindestens noch einmal diese Woche machen, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, ein Video hochzuladen.
Genau, deswegen ist das jetzt so ein bisschen der Ersatz. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und Pomodoro einblenden, wie geht das? M. Yusuf Somsor, du bist auf jeden Fall hier der Technikspezialist. Ich weiß leider nicht, wie das geht. Das ist das erste Mal, dass ich hier mit OBS streame. Ich bin ja keine Streaming-Lady, ich bin ja eigentlich eher eine YouTube-Lady. Wenn du mir sagst, wie das geht, dann kann ich das gerne einblenden. Ich hatte nämlich eigentlich vor mir hier auf meinem Handy mein Lieblings-Harry Potter-Pomodoro-Dingsbums anzumachen. Kann ich euch auch gerne dann in den Chat irgendwie verlinken. Und dann würde ich nach 50 Minuten einfach Bescheid sagen. Bei OBS neue Fensteraufnahme. Okay. Moment. Fensteraufnahme. Okay. Und jetzt? Fenster. Was muss ich dann auswählen? Also bei Fensteraufnahme? Weil da muss man ja irgendwie auswählen, was man da zeigen will. Okay. Ich warte einfach, bis M. Yusuf geantwortet hat. Meine Technikhilfe. Und beantworte so lange noch ein paar Fragen. Meine Klausuren sind am 30. und 31. Januar. Heißt, ich habe jetzt noch ungefähr eine Woche Zeit. Und ja, die muss ich auch wirklich nutzen, weil, falls ihr den Vlog geguckt habt von Sonntag, falls nicht, dann guckt ihn auf jeden Fall noch. Letzte Woche war ziemlich voll. Also ich bin abends maximal 2, 3 Stunden zum Lernen gekommen, an manchen Tagen auch gar nicht, weil das einfach zu viel war. Und dementsprechend muss geballert werden diese Woche. Das ist das Motto. Genau. Fensteraufnahme von meinem Browser. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das rechtlich ist, ob ich jetzt im Prinzip das Video von jemand anderem mit in mein Video integrieren kann. Vor allem, weil ich das ja auch speichere. Falls hier ein Jurastudent ist, let me know, wie das rechtlich aussieht. Was lernst du? Ich habe heute. Moment, let me know. Let me see. Moment, ich muss meinen Lernplan kurz öffnen. Ich habe heute Pulmologie gelernt, das ist Lungenheilkunde, Biometrie, das ist Statistik im Prinzip, und Kardiologie. Und in der Pulmologie und in der Biometrie muss ich noch Altfragen kreuzen und das werde ich jetzt gleich mit euch zusammen machen. Ich habe extra heute Morgen meine Ankis bearbeitet, weil ich beim Ankis machen immer reden muss. Und das wäre natürlich ungünstig, wenn ihr alle auch lernen wollt und ich euch hier zulabere mit meinen Ankis. Genau, deswegen habe ich mir extra die Altfragen aufbewahrt für jetzt. Und dann muss ich heute tatsächlich noch eine Sache machen. Und zwar muss ich noch, ich kann es noch nicht ganz verraten, aber ich muss noch etwas schreiben für ein Projekt, I guess. Aber das Problem ist, das ist alles noch überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt stattfinden wird oder ob ich da überhaupt angenommen werde. Dementsprechend wollte ich dazu noch nichts sagen, erst wenn es soweit ist. Aber ihr werdet es erfahren, sollte es klappen. Und ihr werdet es wahrscheinlich auch erfahren, sollte es nicht klappen, weil ich dann nämlich einen Plan B habe. Aber ja, das werde ich dann wahrscheinlich auch noch machen, je nachdem, ja, wie viel Zeit jetzt die Altklausuren mich kosten. Was lernt ihr? Ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, was ihr heute so lernt. Bei dir ist es Gerichtsmedizin, sagt Sam. Das ist sehr cool. Ich liebe ja auch Rechtsmedizin. Das ist ja so mein Favorite-Fach gewesen dieses Semester. Habe ich allerdings, nee, sollte ich gestern lernen, habe ich dann aber nicht mehr geschafft. Aber Rechtsmedizin, das ist, glaube ich, so das einzige Fach, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich es bestehen werde. Dementsprechend chill ich da gerade ein bisschen.
Die Belichtung wird schlechter. Oh, okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Ja, also das Problem ist, ich habe im Prinzip meine Kamera hier so in die Ecke gestellt und meine Lichtquelle kommt halt leider von da. Deswegen ist gerade noch so ein bisschen Gegenlicht und immer wenn ich in die Kamera gucke, dann versucht meine Kamera das so zu adjustieren, dass ich sozusagen hell bin, aber sobald ich weggucke. Moment, tu es. Kamera. Okay, jetzt tust du es natürlich nicht, aber dann wird es dunkler. Aber das sollte uns gleich hoffentlich nicht stören, weil wir dann ja alle konzentriert lernen werden. Nicht wahr? okay, so, weiter geht's mit den Fragen. Bezüglich nochmal des Pomodoro-Gedönses, beziehungsweise es wird hier gefragt, ob ich irgendwie einen Timer stellen kann oder den Bildschirm teilen kann mit meinem Pomodoro-Ding. Ich würde das jetzt erstmal lassen, weil ich mir da nicht sicher bin, wie das rechtlich ist, weil ich den Stream, wie gesagt, nachher auch speichern möchte. Ich könnte für den nächsten Stream das einfach nochmal genauer recherchieren und auch, wie ich da vielleicht selber irgendwie eine Uhr oder sowas einblende. Ich wollte aber tatsächlich auch meinen Bildschirm nicht teilen, weil ich gleich ja noch was schreiben möchte und ja, da wäre es wahrscheinlich nicht so gut, wenn, wie viele Leute sind wir? Ich sehe es gar nicht. Wenn alle das mitlesen würden. Deswegen, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, das ist okay so. Ich werde euch natürlich Bescheid sagen. Ich wollte jetzt gleich um 5 anfangen, weil das war ja der offizielle Start des Streams. Und genau, dann halt in 50 Minuten. Sonst könnt ihr euch auch selber einfach einen Timer stellen oder selber nebenbei was anmachen oder so. Genau, wie gesagt, ich werde den Link nochmal reinposten zu dem Pomodoro, was ich selber gleich anmachen werde. Und wenn ihr das zeitgleich startet, dann sollte das ja gehen. Genau. Okay, jetzt schreiben alle, was sie lernen. Chemie. Mein Beileid. Geophysik. Wow. Das klingt sehr spannend, aber auch sehr schwierig. Multiple Sklerose. Okay, ich höre, da ist, glaube ich, noch ein Medi dabei. Abitur POVI. Ist POVI sowas wie Politik? Bei uns hieß das anders. Lena lernt für den TMS. Viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Chemie und Physik. Ja. Masterarbeit, sehr cool. Hier meldet sich eine Pneumoschwester. Das scheint alles sehr vielfältig zu sein, richtig cool. Wow, 213 Leute. Okay, wo sehe ich das? Warum sehe ich das nicht? Wie viele Leute hier sind? Das wird mir nirgendwo angezeigt. Lol. Naja, ich glaube euch einfach mal. Genau, ich würde jetzt noch kurz ein Instagram, eine Story machen, um allen Bescheid zu sagen, dass wir jetzt gleich starten. Und dann würde ich auch sagen, legen wir los und verquatschen uns hier nicht, ne? Übrigens, ihr könnt mir gerne mal Bescheid sagen, wie der Ton ist, weil ich gehört habe, dass es besser ist, bei einem Stream mit einer Kamera ein Mikrofon anzuschließen, was ich auch habe tatsächlich. Allerdings wollte ich das erstmal so probieren, weil mein Schreibtisch hier in der Heimat ein bisschen kleiner ist und ich nicht weiß, wo ich das Mikro noch gut unterbringen soll. Deswegen ist der Ton so okay mit dem Desktop. Beziehungsweise mit dem Desktop-Mikro. Ton ist super. Perfekt. Sehr gut. Das freut mich.
Wer kennt es nicht, man kann nur zur vollen Stunde mit dem Lernen anfangen. Das ist tatsächlich bei mir nicht der Fall, aber bei mir ist es oft so, dass ich zum Beispiel sage, dass es bei mir zum Beispiel andersrum ist. Also das ist richtig abgefuckt jetzt, aber wenn ich auf Klo muss zum Beispiel, dann sage ich mir, nein, du darfst erst auf Klo gehen, wenn du die Ankis hier zu Ende gemacht hast. Also es ist komplett bekloppt. Ja, aber sowas in der Art kenne ich auf jeden Fall. Nicht ganz synchron. Ja, okay, damit können wir heute leben. Ja. Ich gucke gerade, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. 2 Minuten habt ihr noch zum Fragestellen. Ori fragt, ist Medizin viel auswendig lernen? Medizin ist fast nur auswendig lernen, außer in der Vorklinik. Da gibt es dann auch naturwissenschaftliche Fächer, ja, wo man durchaus, ich sag mal, mit einem gewissen Verständnis ganz gut durchkommt. Aber dennoch, ich glaube, egal wie gut das Verständnis ist, zum Beispiel auch für Biochemie, man muss auswendig lernen können bzw. wollen auch irgendwo, weil zum Beispiel der Zitratzyklus oder diese ganzen verschiedenen Stoffwechselwege, die kann man nicht einfach nur lernen, indem man sie versteht, sondern da muss man halt einfach sich auf den Arsch setzen und es auswendig lernen. Aber ja. Es ist auf jeden Fall gerade im Vergleich zu anderen naturwissenschaftlichen Fächern sehr, sehr, sehr viel Auswendiglernerei. Genau. Clara, ich versuche deine Nachricht zu finden, aber sonst könntest du sie noch mal reinposten. Ah. Clara hat gefragt oder gesagt, ich muss meine Bachelorarbeit lesen. Nächste Woche Kolloquium. Wenn jemand Tipps hat, let me know. Das fände ich übrigens auch sehr cool, wenn ihr euch gegenseitig im Chat helfen würdet, weil wenn, oh, es ist 17 Uhr, Leute. Aber wenn ich jetzt gleich anfange zu lernen, dann werde ich wahrscheinlich nicht den Chat die ganze Zeit verfolgen, weil ich ja auch lernen möchte. Dementsprechend schaut doch vielleicht selber einfach mal ab und zu rein. Oder schreibt rein, falls ihr Fragen habt. Vielleicht kann dann ja jemand im Chat euch behilflich sein. Genau. Was bedeutet Altfragen kreuzen? Das bedeutet, dass wir ja, Klausuren aus höheren Semestern haben. Ich darf nicht so ganz sagen, wie, wo, wann, warum. Das ist immer so ein offenes Geheimnis, sage ich mal. Aber genau, das ist einfach, dass man das übt, dass man das Fragenkreuzen übt, dass man weiß, was auf einen zukommt in der Klausur, wo der Themenschwerpunkt liegt und so weiter. Genau, Leute. Ich würde sagen, wir haben 5:1. Wir legen los. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ach so, ich wollte noch das ASMR-Dingsbums hier reinposten. Einen Moment. Ich suche es raus. Dann könnt ihr euch das anmachen, wenn ihr möchtet. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ich hoffe, ihr könnt das öffnen. Genau, das mache ich mir jetzt hier auf dem Handy an. Ich habe auch irgendwo meine AirPods. Da sind sie. Damit ich euch nicht störe, weil es gibt ja einige Leute, die gerne auch in Ruhe lernen möchten. Alright, Leute. Es wird gestartet. Viel Erfolg. Übrigens, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nebenbei meinen Tee schlürfe und meine Trauben fräse.
Ich versuche leise zu sein dabei.
So, Leute, bei mir ist jetzt die 50-Minuten-Marke erreicht. Dementsprechend würde ich jetzt kurz Pause machen, was auch ganz gut passt, weil ich gerade sozusagen einen Teil meiner Klausur abgeschlossen habe. Also, ja, mein innerer Monk ist zufrieden. genau. Und ich dachte, in den Pausen können wir noch ein bisschen quatschen. Ihr könnt auch gerne erzählen, wie es bei euch gelaufen ist. Ich kann ein bisschen erklären, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade die Pulmologie-Klausur gekreuzt. Das ist die zur Lungenheilkunde. Und in Münster ist es so, dass man in der Klinik im Prinzip organzentriert lernt. Heißt, ich habe jetzt gerade mein Herz-Kreislauf-Semester. Und so sind auch die Klausuren aufgebaut. Also, wenn ich jetzt eine Pulmologie-Klausur kreuze, dann ist das jetzt nicht nur innere Medizin, sondern es ist alles. Also, es ist innere Medizin, es ist Chirurgie. Pharmakologie, Strahlengedöns, also Radiologie und Präventionsmedizin, Reha und auch Allgemeinmedizin ist auch mit drin. Genau, und ich bin noch nicht ganz fertig, weil es ist tatsächlich eine recht lange Klausur, aber ich habe Innere auf jeden Fall gekreuzt, Chirurgie habe ich gekreuzt, Pathologie und Pharma und Strahlen. Und vor mir liegt noch Allgemeinmedizin und Präventionsmedizin. Genau. Ja, und allgemein war es eigentlich ganz okay. Also innere Medizin, glaube ich, bin ich ganz fit. Also in Pulmo. Chirurgie war ganz okay. Und Pharma war auch gut. Also Pharma würde ich sagen, Pharma und Innere, glaube ich, das ist das, was ich ganz gut kann in Pulmo. Was eine absolute Katastrophe war, war Strahlen. Also, let's not talk about that. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mit. Bisschen was machen. Ja, wie lief's bei euch? Oder beziehungsweise ich guck mal kurz, was ihr geschrieben habt. Ich habe immer mal wieder in den Chat gespingst und ich fand das ganz cool, dass ihr da so ein bisschen euch ausgetauscht habt. Olivia sagt, ich stehe kurz vorm Abi. Kann mir bitte jemand sagen, dass es alles nur halb so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle? Ja, ein paar Leute haben ja schon geschrieben, dass es nur halb so schlimm ist. Olivia, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das Abi im Nachhinein ist eine meiner angenehmsten Prüfungen gewesen. Also was ich zum Beispiel viel, viel schlimmer fand, war die praktische Fahrprüfung. Also das war für mich sehr nervenaufreibend. Und natürlich die Uni-Prüfungen auch. Also besonders die ersten Uni-Prüfungen, die sind super. Ja, aufregend einfach. Und dann natürlich auch die Staatsexamina, also das Physikum, das ist mit Abstand meine schlimmste Prüfung gewesen. Das soll euch jetzt keine Angst machen, sondern das soll Olivia einfach nur sagen, dass das Abi nicht so schlimm ist. Ich weiß noch, damals bei meiner mündlichen Abi-Prüfung war ich wirklich sehr, sehr aufgeregt. Wie immer vor mündlichen Prüfungen. Aber es war letztendlich super angenehm. Ich hatte Sozialwissenschaften mündlich. Und meine Prüfer waren damals wirklich sehr nett. Also die haben mir eine sehr gute Atmosphäre geschaffen. Also an alle, die noch Abi machen, don't worry. Ich meine, das sind eure Lehrer. Meistens, hoffentlich, sind die euch gut gesonnen und wollen euch nichts Böses. Und darauf würde ich auf jeden Fall vertrauen. Genau. Genau, für die Leute, die erst jetzt dazugekommen sind. Ich erkläre einfach nochmal, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar wollte ich eine Pomodoro-Lernsession machen. Wir haben ja jetzt auch schon die ersten 50 Minuten hinter uns. Ich finde, das ging auch super schnell vorbei. Also das rast immer irgendwie an mir vorbei. Genau, und jetzt gerade machen wir 10 Minuten Pause bis kurz nach 5. Nee. Kurz nach 6, sorry. Und dann wollte ich noch eine 50-Minuten-Lernsession dranhängen, weil ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Klausur und wollte danach eben auch noch mich einem Projekt widmen. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, bleibt gerne. Wenn nicht, auch okay. Wenn ihr fertig seid, dann genießt euren Abend. Aber genau, das ist so mein Plan gewesen. Der Stream wird natürlich gespeichert. Also wenn ihr nicht die ganze Zeit dabei sein könnt, dann könnt ihr das sehr gerne auch noch nachschauen. Genau. Hier sind irgendwie viele Psychologen dabei, habe ich das Gefühl. Das gibt mir richtige
Flashbacks. Hier sagt Nina, sie lernt für differenzielle Psychologie und sie hat keine Ahnung, wie ich den ganzen Stoff in den Kopf kriegen soll. Ja, trust me, mir ging es ähnlich. Ich muss sagen, ich fand differenzielle Psychologie damals richtig cool. Wenn ich mich recht erinnere, ist das doch das mit so Persönlichkeitsgedönse, oder? Oder verwechsel ich da gerade was? Weil, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann fand ich das echt richtig cool. Und damals, glaube ich, habe ich auch noch nicht mit Anki gelernt. Und ich habe es ja trotzdem irgendwie in meinen Kopf geschafft. Und wir hatten damals auch eine mündliche Prüfung in dem Fach, das weiß ich noch. Ja, deswegen bleib dran, versuch's mit Anki. Also, ich persönlich finde, Anki ist ein absoluter Gamechanger, vor allem, wenn man eine Riesenmenge an Stoff lernen muss. Ja, und ich hatte schon mehrere Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, ich werde mir das niemals alles merken können. Die kommen auch immer wieder. Also auch jetzt in der Klinik denke ich mir, wow, wie soll ich das alles mir behalten fürs M2? Aber irgendwie geht es dann ja doch. Von daher nicht verzagen. Johanna sagt, ich stehe vor meiner ersten Prüfung im Studium und ich bin aufgeregt. Oh, ich war damals auch so nervös. Also auch sogar vor den schriftlichen Prüfungen, weil man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet und weil es einfach so anders ist als das Abi. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Von daher, du schaffst das schon. Genau. Es gibt keine guten Psychologie-Studievlogs. Da kann ich euch tatsächlich noch eine Freundin von mir empfehlen, die Jolina, die heißt Just Joe auf YouTube. Und ich weiß gerade nicht mehr, ob sie immer noch YouTube macht, aber die hat ganz viele Vlogs gemacht über das Psychologiestudium. Die ist jetzt auch im Master oder ist vielleicht sogar schon fertig mit dem Master. Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, die hat damals dann sozusagen übernommen, als ich dann zur Medizin gegangen bin. Von daher könnt ihr da mal vorbeischauen. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar britisch-amerikanische YouTuber, die darüber Vlogs machen. Oh, und Julie, falls ich den Namen richtig ausgesprochen habe, sie macht auch Vlogs und studiert Psychologie. Also schaut bei Julie vorbei. Was ist mit meiner Tasse passiert? Meine Tasse hat leider ihre Henkel verloren, aber wir fanden sie so schön, dass wir uns gedacht haben, wir schmeißen sie jetzt nicht weg. Und ich liebe diese Tasse. Und irgendwie, ich habe das ja schon mal erzählt, ich habe so eine komische Eigenschaft, dass ich mich sehr stark emotional an Dinge binde und irgendwie bin ich total attached zu dieser Tasse. Also immer, wenn ich vor unserem Schrank stehe und meine Mutter hat sehr viel Geschirr, also Michi ist eine Geschirr-Queen, ne, und ich habe da 100.000 Tassen zur Auswahl, ich nehme eigentlich immer die, weil irgendwie tut sie mir leid, irgendwie mit ihren armen Henkeln hier, deswegen, ich liebe sie. Just Joe hat vor einem Monat aufgehört. Oh no! Okay, wie ihr seht, ich bin nicht ganz up to date. Da muss ich mal nachhören, was da passiert ist. Ich habe auch jetzt länger keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt. Dementsprechend weiß ich da nicht, was da gerade so abgeht. Okay, ich versuche noch mal ein paar Nachrichten zu lesen. Kim sagt, sie macht eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin. Nicht schlecht. Und muss für das problemorientierte Lernen eine Leitlinie zu Bandscheibenvorfällen durcharbeiten. Oh mein Gott. Ey, wenn ich eins hasse, dann ist es Leitlinien, ne? Also, das ist so. Oh, ne. Aber voll cool, dass ihr auch das problemorientierte Lernen habt. Das machen wir ja auch. Laura sagt, hey, ich stehe auch kurz vor meiner Abschlussprüfung an der Realschule und möchte dann Abi machen und auch Medizin studieren. Du motivierst mich einfach immer an mein Ziel zu glauben. Oh, das freut mich so, wirklich. Das macht mich richtig happy, wenn ihr mir solche Nachrichten schreibt, weil ich das gar nicht oft so realisiere. Also, keine Ahnung, das ist für mich irgendwie so crazy, dass das für manche Leute wirklich so ist. Weil ich mir immer so denke, ich bin doch nur ich. Ich mach doch gar nichts. Aber richtig süß. Dankeschön. Und dir natürlich ganz viel Erfolg für deine Prüfungen. Genau. Josie hat morgen Prüfungen. Viel Erfolg, auf jeden Fall.
Jemand, it's me, Paula, hat an unfassbare Angst vor der ersten mündlichen Histoprüfung. Ich hatte tatsächlich nur einmal eine mündliche Histoprüfung, das war im Physikum selber. Da hatte ich auch wahnsinnige Angst, weil das die sozusagen die Einstiegsprüfung war. Ich glaube, bei Histo würde ich erstens versuchen, mich auf die wichtigen Sachen zu fokussieren. Dann würde ich auf jeden Fall gucken, was der Prof so für Lieblingspräparate hat. Das sickert ja immer mal wieder durch die höheren Semester hindurch. Da würde ich mich mal informieren. Und dann ein Tipp, den ich auch damals bekommen habe, ist, dass ihr, wenn ihr anfangt mit dem Präparat und ihr guckt da drauf und ihr wisst nicht sofort, was es ist, erstmal Ruhe bewahren. Ich weiß, dass das total verunsichert sein kann, wenn man nicht sofort per Blickdiagnose weiß, was es ist. Und dann einfach erstmal anfangen zu beschreiben, was man sieht. Also ich habe das damals so gemacht. Ich habe erstmal gesagt, okay, was für einen Ausschnitt sehe ich hier? Ist es scharf begrenzt? Sind da natürliche Begrenzungen? Wie sehen die Zellen aus? Vielleicht auch irgendwie von außen nach innen, je nachdem, ob da vielleicht eine Wandschichtung ist oder irgendwie sowas. Und während ihr dann redet, kommt ihr vielleicht auch selber drauf. Und meistens ist es ja doch so, dass der Prof einen vielleicht auch so ein bisschen in eine Richtung leitet. Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig bei Histo, weil manche Sachen sind halt nicht immer sofort erkennbar oder manche Sachen sehen sich auch sehr ähnlich und da muss man einfach erstmal in diesen Redefluss kommen. Genau. Ich sehe gerade, es ist ein großer Bedarf an ja, Study-Vloggern vorhanden. Also es gibt einige Leute, die schreiben, ich studiere so und so und da gibt es niemanden, der wirklich vloggt. Das ist eigentlich voll schade. Aber Leute, wisst ihr was? Wenn ihr da das Gefühl habt, da gibt es niemanden, dann könntet ihr euch ja auch überlegen, ob ihr diejenigen seid, die ja, damit anfangen. Weil bei mir war das ja damals so, ich habe ja 2020 angefangen mit den Medizin-Vlogs. Und vorher habe ich ja ein bisschen Psychologie auch gemacht auf YouTube. Und abgesehen von, ich glaube, damals war ja Sophie Hobelsberger noch da mit Zahnmedizin, aber ansonsten gab es nicht wirklich irgendwen, der mit Medizin so im deutschsprachigen Raum zumindest gevloggt hat. Und das ist natürlich erstmal Neuland, ne? Für einen selber vor allem natürlich auch. Aber das bringt auch den großen, großen Vorteil, dass ihr die erste Anlaufstelle für, seid für die Leute, die das interessiert. Von daher. Vielleicht hier ein kleiner Tipp, eine kleine Anregung, dass ihr das vielleicht macht. Weil ich persönlich finde das total cool. Ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Study-YouTube so ein bisschen, ja, abebbt. Also, dass es nicht mehr so viele Leute gucken. Also, ich hatte das sowohl bei mir auf dem Kanal so ein bisschen das Gefühl, dass das langsam so ein bisschen zurückgeht, als auch bei Freunden von mir, also mit Becky zum Beispiel, rede ich da relativ oft drüber. Aber anscheinend ist ja doch noch ja, Nachfrage da. Die Hirnnerven bringen mich gerade zur Weißglut. Oh mein Gott. Ich habe damals die Hirnnerven so oft, wirklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie oft ich diese Scheiße wiederholt habe. Und irgendwann war das dann tatsächlich so, so wie manche Lehrer so als Sprüche sagen, so, ja, man muss euch mitten in der Nacht aufwecken können und euch eine Pistole an den Kopf halten können und dann müsst ihr das runterbeten können. Und so war das dann irgendwann bei mir mit den Hirnnerven, weil ich das immer und immer wieder wiederholt habe. Und das ging dann irgendwann so weit, dass ich die Hirnnerven-Queen war. Die, ich habe dann immer mit meiner Schwester zusammen die geübt und irgendwie hat es dann gesessen. Aber ich glaube, mittlerweile fragt mich lieber nicht. Liebe Grüße aus Österreich. Oh, liebe Grüße zurück nach Österreich. Richtig international hier. Und liebe Grüße aus dem Friesland. Ja, liebe Grüße aus Köln. Also ich bin gerade in der Heimat, wie ihr seht. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, wo ihr so herkommt. Das würde mich auch interessieren. Study Session über Zoom. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ich weiß nicht genau, wie ich das organisieren kann, weil ich ja Zoom mit meiner Uni-Lizenz habe und ich weiß nicht, ob ich das für sowas nutzen darf. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig bei so rechtlichen Fragen, muss ich sagen. Genau.
Marktlücke fängt selber an zu vloggen. Ganz genau, so ist es. Man muss ja auch nicht unbedingt vloggen. Also, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, er ist da nicht selbstbewusst genug für, dann könnte man sich auch überlegen, ob man vielleicht irgendwie auf Instagram was macht. Da gibt es ja einige Leute, die nicht ihr Gesicht zeigen oder so. Das wäre auch eine Option. Oh, ihr schreibt gerade alle, wo ihr herkommt. Fulda, Stuttgart, München, auch aus Münster. Hey! Bayern, München, wow, voll viele Leute aus Bayern. Münster, aus Friesland. Stein, lol. Das ist ein kleines Dörfchen an der Ostsee, 20 Kilometer von Kiel. Aber sehr schön. Aus Luxemburg. What? Oha! Leute, crazy. Ich sitze bei dir um die Ecke. Oh Gott, das macht mir Angst. Oh. Jena, Göttingen, Schweiz. Hallo in die Schweiz. Frankfurt. Grüße von der anderen Rheinseite. Ah, oh, wie cool. Richtig cool, Leute. Ihr seid ja richtig über Deutschland hinweg verteilt. Ich finde das so crazy. Das Internet connected. Ich werde diese Woche vereidigt. Vereidigt? Für was? Italien? What? Oha. Also, wo aus Italien, wenn ich fragen darf? Das ist ja, das ist crazy. Weil, also so Österreich, Schweiz, das verstehe ich noch so einigermaßen, aber Italien? Also ich meine, klar, in Norditalien, glaube ich, spricht man auch ab und zu noch Deutsch, aber crazy. Auch Österreich. Sehr cool. Nee, Paulina, ich weiß, es war nicht creepy gemeint. Das war nur ein Scherz. Aus Taiwan? Okay, Leute, aus Niederlande? Okay, please explain. Seid ihr, also kommt ihr daher aus den Ländern oder seid ihr da gerade wegen Urlaub oder Auslandssemester oder irgendwie sowas? So viele Osnabrücker her. Und ihr guckt eine Münsteraner Vloggerin. Nee, nee, nee. Nee, Spaß. Ah, aus Südtirol. Oh, cool, da war ich mal Skifahren. Da war meine allererste Ski-Experience. Wir waren in der 10. Klasse, bin ich auf so eine Skifreizeit gegangen und habe da meine Liebe zum Skifahren entdeckt, weil meine Familie ist keine Skifahrerfamilie. Ich war die erste in meiner Familie, die Skifahren gegangen ist. Und seitdem liebe ich es. Deswegen, ich habe gute Erinnerungen an Südtirol. So, Leute. Ich glaube, es ist Zeit. Wir haben schon ein bisschen zu lange gequatscht, aber ich liebe es, mit euch zu quatschen und mich auszutauschen. Aber back to work, würde ich sagen. Dementsprechend, wenn ihr noch Bock habt, bleibt gerne. 50 Minuten kriegen wir noch hin, ne? Moment, meine Mutter hat mir geschrieben. Okay, Leute, ich mache jetzt weiter. Ihr könnt euch aber natürlich gerne noch weiterhin austauschen. Also feel free.
So, Leute, die 50 Minuten sind rum, bei mir zumindest. Und ja, ich bin tatsächlich auch jetzt komplett fertig geworden. Zumindest mit meinen Klausuren. Das andere muss ich jetzt nach dem Stream wohl dann noch machen. Aber that's okay. Lerntag ist vorbei. Das ist das Wichtigste. Ist noch jemand da? Oder kriege ich einfach keine Nachrichten? Ah, wie lernst du ohne Licht? Es ist tatsächlich hier heller, als ihr das jetzt auf der Streamaufnahme seht. Und ich persönlich, ich mag nicht so gerne dieses grelle Deckenlicht. Also ich bin da kein Fan von. Das habe ich so ein bisschen von Michi. Ich mag lieber das indirekte Licht. Also von da und ich habe da hinten noch was. Deswegen, das ist der Kamera geschuldet. Oh, das freut mich, dass du produktiv warst, Tina. Ich muss sagen, ich war auch echt produktiv. Also ich habe es echt gut durchgezogen und ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie viel schneller vorbeigeht. Und die Pause zwischendurch fand ich auch echt gut. Also ich konnte mich jetzt nochmal ganz gut konzentrieren jetzt also in den letzten 50 Minuten. Ich hatte eher gedacht, muss ich sagen, dass ich mich irgendwie ein bisschen unwohl fühlen würde, so das zu streamen und dabei zu lernen. Aber das hat sich total schnell gelegt. Deswegen, ich fand es richtig cool. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal nochmal dabei seid. Ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, wann ich den nächsten Stream machen werde, weil ich das relativ spontan planen werde, aber sicherlich irgendwann diese Woche noch. Ich werde es dann mindestens, denke ich, am Abend vorher dann auf Instagram posten. Genau. Wird es nach dem Physikum besser, bin im März fällig? Oh, also erstmal, ja, es wird nach dem Physikum besser. Viel, viel besser. Also die Klinik ist wirklich, es ist kein Vergleich zur Vorklinik. Also es fühlt sich wirklich für mich an wie ein anderes Leben. Und das sagen alle. Also ich habe noch keine einzige Person getroffen, die gesagt hat, dass sie die Vorklinik besser fand als die Klinik. Dementsprechend halte durch. Das gibt mir gerade totale Flashbacks, weil ich im März letztes Jahr ja Physikum geschrieben habe. Ich finde es so krass, dass das schon wieder ein Jahr rum ist. Es ist eine scheiß anstrengende Zeit, aber du schaffst das. Aber das freut mich voll, dass es bei euch so gut angekommen ist. Das ist richtig cool. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall öfter. Eventuell auch vormittags. Ja, das können wir auch machen. Das Problem, sage ich mal, bei vormittags ist bei mir immer so, ich bin vormittags am fokussiertesten. Ich bin eine totale Morning Person beim Lernen. Und ich mache da meistens Ankis, weil ich dafür einfach die meiste Konzentration brauche. Und das geht einfach im Stream nicht, weil ich dann halt reden würde und das, glaube ich, das wäre mir dann, glaube ich, auch nicht so angenehm. dementsprechend würde es wahrscheinlich eher auf die Nachmittage, ja, gehen, aber vielleicht am letzten Tag, also am letzten Tag vor der Klausur habe ich vor allem Wiederholungen eingeplant. Vielleicht könnte ich da auch vormittags mal was machen. Aber ich hoffe, nachmittags ist fine with you. Wie gesagt, tut mir leid, dass es hier so ein bisschen dunkel ist. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwie Lampe ein bisschen anders hinstellen kann. Aber an sich lernen wir ja hoffentlich hier alle. Dementsprechend sollte das eigentlich auch egal sein. Oh, Julie hat gesagt, falls noch jemand Lust hat, ich hatte überlegt, jetzt nochmal für 50 Minuten selbst einen Stream zu machen, in dem ich lernen würde. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Das ist ja Julie mit dem YouTube-Channel. Also ja. Support her und wenn ihr noch ein bisschen weiter lernen müsst, dann macht unbedingt da mit. Finde ich richtig cool, dass du das machst. Meine Klausuren sind am 30. und 31. Januar. Also ich habe jetzt genau eine Woche noch vor mir, in denen ich noch den einen oder anderen Stream machen könnte. Genau, und danach sind erstmal Semesterferien. Zum Glück. Also dann wird es natürlich Videos geben, aber keine Study-Streams.
Nachmittags auch super, da habe ich oft Uni oder das Seminarsgewicht. Please don't. Ihr könnt sonst auch gerne alle mal reinschreiben, was eure Lieblingsuhrzeit wäre. Also heute habe ich ja um 17 Uhr gestartet, aber wenn ihr da andere Vorschläge habt, bin ich da total offen. Also wie gesagt, nachmittags ist für mich ein bisschen besser, weil ich da meistens so ein bisschen meine Hauptkonzentration verliere und ich dann da lieber Klausuren kreuze. Aber wann nachmittags ist mir eigentlich wurscht. Vielleicht nicht vor 14 Uhr, aber ab da ist es mir egal. Von daher könnt ihr gerne in den Chat schreiben, könnt ihr mir auch privat auf Instagram schreiben. Genau. Machst du dann weiter mit deiner FAMU? Ja, Leute, ich mache tatsächlich keine FAMULATUR diese Semesterferien. Kurz gesagt, ich habe genau den gleichen Struggle gehabt wie letztes Semester. Ich habe mich seit Anfang November angefangen zu bewerben und habe wieder an die 10 Bewerbungen rausgeschickt und nichts bekommen. Dementsprechend war ich irgendwann echt frustriert und ich muss sagen, ich hätte auch nur 2 Wochen Formulatur machen können, weil ja noch was anderes ansteht in den Semesterferien. Das werdet ihr noch sehen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, scheiß drauf, bevor ich jetzt irgendwo einfach hingehe, weil ich habe mir meine Formulaturen schon, ich sag mal, relativ gut überlegt, wo ich die machen will und warum ich die da machen möchte. Und dementsprechend hatte ich jetzt einfach keine Lust, einfach irgendwo was zu machen, nur um was zu haben, zumal es eh nur 2 Wochen sind, die ich dadurch jetzt verlieren würde. Und die, glaube ich, lassen sich noch ganz gut aufholen. Von daher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, es nicht zu machen und ja, die Semesterferien komplett zu genießen. Was ich glaube, also da werde ich mir wahrscheinlich auch für danken, weil ab den Semesterferien darauf beginnen bei uns die Blockpraktika und die finden auch während den Semesterferien statt. Heißt, ich bin da komplett ausgebucht und habe einfach nicht mehr dann so die Zeit für mich einfach auch während den Semesterferien. Deswegen, ja, bin ich eigentlich ganz happy mit der Entscheidung und werde die Zeit auf jeden Fall für YouTube nutzen. Also ich habe eine neue Formatidee, die ihr dann vielleicht irgendwann im Laufe des Frühjahrs sehen werdet. Und vielleicht auch das ein oder andere Musikprojekt. Also ja, ich bin sehr excited, dass ich da mal ein bisschen meine Zeit in was anderes reinstecken kann. Genau. Ich gucke gerade wegen den Uhrzeiten. 17 Uhr ist perfekt, 15 Uhr, 18 Uhr für Abendlernsession, 16 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 16, 17 Uhr. Ich glaube, 16, 17 Uhr, das ist so euer Favorite, ne? Bisschen früher wäre besser, sonst kollidiert es bei mir mit Kochen abends. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, dann würde ich vielleicht einfach das nächste Mal um 16 Uhr den Livestream starten, vielleicht 16 bis 18 Uhr oder so. Wie findet ihr das? Genau. Wie viele Formulaturen musst du insgesamt machen? Man muss insgesamt 4 Monate machen und davon muss man dann einen ganzen Monat in der hausärztlichen Versorgung machen, die ich ja schon gemacht habe. Und dann muss man eine stationäre für 30 Tage machen, eine Wahlformulatur und eine ambulante. Also man kann das schon ganz gut, ich sag mal, verteilen auf die verschiedenen Fachrichtungen. Genau. Ja. Und dadurch, dass ich im Sommer eine einmonatige gemacht habe und tatsächlich einige meiner Kommilitonen letzte Semesterferien keine gemacht haben und jetzt eine einmonatige machen, bin ich dann sozusagen auf dem gleichen Stand wie die. Deswegen stresse ich mich da jetzt auch nicht so sehr. War tatsächlich aber auch ein Prozess. Also am Anfang habe ich mich sehr gestresst, weil ich schon, ich sag mal, mehr so eine geradlinige Studentin bin, war, wie auch immer. Und ja, die halt immer Klausuren alle mitgeschrieben hat, nie eine Klausur geschoben hat, direkt mit den Formulaturen angefangen hat und so weiter. Und eigentlich würde ich mir gern mehr Zeit nehmen, sowohl fürs Studium als auch für andere Dinge außerhalb des Studiums und mich nicht so sehr stressen. Und ich glaube, dass das mir mal ganz gut tut, das jetzt mal zu erleben, wie es ist, nicht komplett geradlinig zu sein und nicht direkt weiterzumachen mit der nächsten Formulatur. Genau. Julie fragt eine diepe Frage: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt? Also, wo man nicht nur in seinem Trott ist. Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich muss sagen, dass ich das in der Vorklinik vor allem rückblickend sehr, sehr stark hatte.
Und erst nachdem das Physikum rum war, habe ich das so richtig kapiert, wie krass in meinem Trott ich da war und wie wenig ich irgendwie gelebt habe dadurch. Und ich muss auch sagen, dass ich das nie wieder so machen würde. Und dass ich dafür lieber in Kauf nehmen würde, zum Beispiel länger zu studieren oder auch mal nicht so ausführlich für eine Klausur zu lernen oder so. Deswegen, nach dem Physikum ist es deutlich besser geworden. Also dem habe ich wieder das Gefühl, dass, also einfach ein anderes Lebensgefühl und mehr Luft zum Atmen. Und jetzt recently, würde ich sagen, war das in meinem Finnlandurlaub tatsächlich, weil mir da sowohl die räumliche Distanz als auch die mentale Distanz zu allem, was hier so ist, wirklich gut getan hat. Weil in Finnland das Leben ist irgendwie anders. Besonders als wir in Lappland waren, da ist das Leben einfach langsamer und ruhiger. Und das hat mir sehr gut getan. Also ich glaube, ich crave das sogar so ein bisschen. Also ich wäre da gern länger geblieben, muss ich sagen. Ja, und aus dem Grund freue ich mich auch sehr auf die Semesterferien. Einfach um das noch mal so ein bisschen zu haben, weil mich das einfach, also es lädt halt meine Batterien auf. Es ist für mich so der beste Weg, wirklich aufzutanken. Genau. Aber ich finde, das muss nicht immer nur mit Urlaub oder räumlicher Distanz einhergehen unbedingt, weil das ist natürlich auch etwas, was mit, ich sag mal, bestimmten Privilegien verbunden ist, dass man sich das leisten kann und dass man vielleicht auch die Zeit und die Ressourcen hat, das zu tun. Dementsprechend möchte ich das jetzt hier nicht als den einzigen Weg propagieren. Man kann das natürlich auch selber in seinen Alltag integrieren, sei es mit Sport oder mit Zeiten, denen man sich bewusst freinimmt. Ich habe erst heute auf Instagram wieder einen Post gesehen von einer, ich sag mal, Kollegin, die auch auf Instagram eben so ein bisschen bloggt übers Medizinstudium. Und sie hat da geschrieben, dass also da kam eine Frage auf, wie schaffst du es, noch zum Sport zu gehen neben dem Medizinstudium, ohne dass du dich dabei schlecht fühlst oder irgendwie so war die Frage. Und sie hatte dann dazu gesagt, dass sie es halt einfach macht. Dass selbst wenn sie nicht fertig ist mit dem Lernstoff, dass sie es halt trotzdem einfach macht. Dann lässt sie den Lernstoff liegen und fertig. Und das ist auch mittlerweile mehr meine Einstellung, seit der Klinik vor allem, dass ich einfach nicht mehr bereit bin, für dieses Studium und auch natürlich für den Beruf nachher alles andere aufzugeben und alles andere immer hinten anzustellen. Weil im Endeffekt ist unsere Gesundheit meiner Meinung nach das höchste Gut, was wir haben. Und dazu gehört halt zum einen natürlich die körperliche Gesundheit, zum anderen aber auch die mentale. Und wenn man sich jetzt im Studium schon ausbrennt, dann ist das nicht gut. Und ja, dementsprechend, ich finde, ich habe da letztens einen ganz guten Spruch zugefunden, den hatte ich auch in meinen Vlog integriert. Der ging irgendwie so, dass man nicht bereit ist für seinen Traum, oder ich sag mal, für seinen Traum mit dem Preis des Burnouts zu bezahlen. Und das finde ich, fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Genau. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin. Ach so, genau, das war die tiefe Frage. Ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Sorry, ich habe einen kleinen Monolog geführt hier. Genau. Zu Lina, ja, der Lernstream ist vorbei. Also, falls ihr weiter lernen möchtet und mir nicht mehr beim Quatschen zuhören wollt, dann dürft ihr gehen. Ihr seid entlassen. Der Lehrer beendet die Stunde, nicht die Klingel, ne? Anna, natürlich darfst du eine Frage zur Vorklinik stellen. Ihr dürft generell so gut wie alles fragen. Ob ich es beantworte, ist die andere Frage, aber go ahead. Ist immer so cringe, wenn man auf die Nachrichten wartet, weil das ist ja verzögert. Also ihr hört mich ja später, als ich rede. Was für Inhalte hattet ihr in Physik und Mathe, wenn du dich erinnern kannst? Also Mathe hatten wir nicht in der Vorklinik. Das war zum Glück beschränkt auf Chemie und Physik, da wo wir ein bisschen was rechnen mussten. Beziehungsweise richtig rechnen. Obwohl doch in Physik mussten wir ein bisschen rechnen. Aber boah, was wir da für Inhalte hatten. Gute Frage, ne? Oh Gott, also das hat angefangen mit so diesen Basics, so Geschwindigkeitsgedönse, dann ging das rüber zu Elektrizität, Viskosität, Optik. Ja. Mehr erinnere ich gerade nicht. Ich habe es, glaube ich, verdrängt. Physik war auch mit Abstand meine schlecht. Nee, gar nicht wahr. Physik und Mibi waren meine beiden schlechtesten Klausuren. Dementsprechend, don't ask me.
bester Weg, um sich auf Chemie vorzubereiten. Leute, bitte, 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 fragt mich nichts zu Physik und Chemie. Ich bin absolut die falsche Anlaufstelle. Ich kann das nicht. Ich bin schlecht darin, wirklich. Und das sage ich nicht nur so. Es klingt wieder so wie, ah ja, ja, die Esther, die hat immer überall eine Eins. Was übrigens auch nicht stimmt. Das ist auch so ein Mythos, der irgendwie herrscht, dass ihr denkt, dass ich super gut bin in meinem Studium. Bin ich nicht. Ich bin absolutes Mittelfeld. In den meisten Dingen. Manchmal auch schlechter, manchmal auch ein Ticken besser, aber insgesamt Mittelfeld. Naja, anyways. Und ja, Naturwissenschaften, sage ich euch ganz ehrlich, war nie mein Ding. Ich hätte es gerne so gehabt, dass es mein Ding ist, aber ich war immer mehr der Sprachenmensch. Und der kreative Mensch. Genau. Und Chemie und Physik habe ich tatsächlich nur überlebt, indem ich wirklich mich auf meinen Popo gesetzt habe und dafür hardcore gelernt habe, was dann dazu geführt hat, dass ich in Physik eine Punktlandung geschafft habe. Und in Chemie hatte ich, glaube ich, 70%. Also not too bad, muss ich sagen. Aber genau, Akustik hatten wir auch. Aber anyways, zu Fragen, ich kann es euch leider nicht sagen. Am besten vielleicht mal höhere Semester fragen oder andere Leute, die wirklich einen Plan davon haben. Ja, der nächste Study-Stream wird auf jeden Fall angekündigt. Wie gesagt, spätestens einen Abend vorher. Also guckt immer mal wieder in meine Story rein. Ich heiße auf Instagram so wie hier, Esther Lioba. Follow me. Ich habe eine Frage. Ich bin 25 Jahre alt, studiere Grundschullehrer und im dritten Semester, würde aber gerne zusätzlich noch Psychologie hinten dran hängen. Meinst du, das ist möglich? Nichts ist unmöglich. Toyota. Nee, aber for real, nichts ist unmöglich. Also, ich kenne einige Leute, oder beziehungsweise, diese Frage kommt so oft. Und ich glaube, ich habe die auch schon mal in einem Stream beantwortet. Aber macht euer Leben nicht an eurem Alter fest. Das Einzige, was natürlich dabei mit reinspielt, sind potenziell, ja, finanzielle Geschichten, ne? Weil man halt dann kein Kindergeld mehr kriegt. Und ich weiß nicht genau, wie das dann mit BAföG ist, wenn man ein Zweitstudium anfängt und so weiter. Aber ich sag mal rein, wenn es rein um das Alter geht, dann macht euch mal gar keinen Stress, wirklich. Weil ich kenne so viele Leute, die über 30 sind in meinem Studium und auch in meinem anderen Studium, in meinem Psychologiestudium waren auch einige über 30. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist euer Ding und ihr könnt euch das leisten und ihr möchtet es unbedingt machen, dann ist Bildung nie eine falsche Investition. Das könnt ihr euch merken. Genau. Hast du aktuell viel Freizeit oder viel zu lernen? Also momentan habe ich fast keine Freizeit. Also das Einzige, was ich gerade wieder so versuche aufzubauen, ist Gym. Aber ansonsten neben YouTube und Uni geht da gerade einfach nicht viel. Was ich aber auch wusste, weil ich eben eine Woche später angefangen habe zu lernen, weil ich da im Urlaub war. Und das war mir bewusst und das war auch okay für mich, weil es ist eine abgesteckte Zeit. Es waren jetzt, glaube ich, 3,5 Wochen. Und dann ist es auch in Ordnung. Wenn das jetzt über Monate gehen würde, wäre das nicht in Ordnung. Aber so ist es okay. Ich weiß, dass es nächste Woche vorbei ist und dann habe ich zwei ganze Monate Ruhe. Von daher, it's okay. Kann es sein, dass Jungs Naturwissenschaften mehr mögen als Mädchen? Nein, nein. Das ist, also damit machen wir jetzt ein großes Fass auf. Aber nee, ich mache das Fass nicht auf. Aber nein, es ist nicht so. Das ist einfach nur, das bin einfach nur ich. Ich wünschte, wir hätten in Psychologie nicht so einen Druck wegen dem Notendurchschnitt. Ich hatte letztens eine nicht so ganz so tolle Note und das hat alles mega runtergezogen. Das setzt mich unter Druck. Nina, trust me, I feel you. Ich war damals, also ich muss halt sagen, Psychologie war letztendlich einfach nicht mein Studienfach. Und ich habe auch sicherlich nicht so viel gegeben, wie ich es in Medizin getan habe. Aber ich war dennoch immer ein kleiner Streber und habe mich natürlich gewissenhaft vorbereitet und so weiter. Und ich war damals aber auch mit meinen Noten, ja, schon hinter meinen Freunden. Und irgendwann, als ich dann so abgezeichnet hat, okay, vielleicht funktioniert das nicht mit dem Medizinstudium, stand ich dann da, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welchen Schnitt ich hatte, aber es war halt
für Psychologieverhältnisse nur so mittelmäßig. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich damals darüber abgefuckt habe, wie dieses System ist. Ich finde generell dieses ganze Psychologiesystem, ich sag mal, das fängt an beim NC, um überhaupt in das Studium reinzukommen, der ja super hoch ist, bis hin zum, ich sag mal, Psychotherapeuten-Dasein. Das ist einfach, das sind so viele unnötige Hürden in, ich sag mal, Notenform und Notendruck, als auch finanziell gesehen. Also, falls ihr es nicht wisst, um Psychotherapeut zu werden, muss man eine Psychotherapeutenausbildung machen und die muss man eben selber bezahlen. Und das sind sehr, sehr, sehr hohe Beträge, die man da zahlen muss. Also es geht eigentlich einher mit, ja, einer Kreditaufnahme. Und das ist so schade, weil wenn ich mir jetzt so angucke, also meine Mutter ist ja Psychotherapeutin, was für eine riesenlange Warteliste sie hat und dass sie niemandem einen Platz anbieten kann bis in 6 Monaten. Das zeigt ja, dass es einen riesigen Bedarf gibt, aber dennoch ist der Weg dahin super steinig. Deswegen, ja, ich wünschte, Nina, ich hätte einen besseren Rat für dich. Aber ja, mich hat das damals selber ziemlich runtergemacht und halb verzweifeln lassen. Und ja, ich bin leider auch nicht mehr ganz so up to date, was das Mastersystem und die Noten da so angeht. Aber ich hoffe natürlich, dass du es alles schaffst. Hast du mal überlegt, die Uni zu wechseln? Nein. Ich bin absolut zufrieden in Münster. Wirklich 100%. Jemand hat geschrieben an die Nina, bezüglich ihrer Note ist doch egal, viel gewinnt. Nein, das ist leider nicht so in Psychologie. Also damals, als ich noch studiert habe, da war auf den Masterplätzen so ein hoher NC. Der ging irgendwie von 1,1 bis 1,3. Heißt, wenn man nicht wirklich in jeder Klausur gut abgeliefert hat, dann kann man das einfach vergessen. Also, oder beziehungsweise mit dem Master, den man dann machen möchte, irgendwo würde man bestimmt irgendwas finden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die klinische Richtung gehen möchte, die ja schon sehr beliebt ist, dann kriegt man dann keinen Platz. Und ich weiß das auch noch, bei meinen Freunden war das auch so ein Thema mit den Masterplätzen. Besonders ein Freund von mir hat da auch sehr mit gestruggelt. Deswegen, ja, das ist schon wirklich ein Problem. Okay, irgendwie kann ich den Chat nicht mehr hochscrollen. Moment. Genau, ihr habt das auch alles schon angesprochen in den Kommentaren. Konntest du was aus deinem Psychologiestudium ins Medizinstudium übernehmen? Nein, konnte ich nicht. Ich hatte mich damals informiert, aber zumindest an meiner Uni wurde mir gesagt, dass das nur geht, wenn man einen Abschluss hat, den ich nicht hatte. Dementsprechend konnte ich mir weder Statistik noch Psychologie, also medizinische Psychologie, Soziologie anrechnen und Psychiatrie werde ich mir höchstwahrscheinlich auch nicht anrechnen lassen können. Dementsprechend, ja, das war schon ein bisschen blöd, aber gut. Ich glaube, das tat mir ganz gut, jetzt auch nochmal Statistik zu wiederholen, weil ich echt keinen Plan mehr hatte. Genau. Ein Psychologe hat mir empfohlen, nicht Psychologie zu studieren. Ja, mir haben auch schon einige Ärzte empfohlen, nicht Medizin zu studieren. Beziehungsweise sie haben gesagt, sie würden es nicht nochmal tun. Ja. Oh, ich finde es voll schön, wie ihr euch hier gegenseitig bestärkt. Wir sitzen alle im selben Boot. We got this. That's true. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe mich schon so oft in Situationen befunden, wo ich so dachte, boah, wie kommst du jetzt hier raus? Wie wirst du jemals wieder glücklich? Also ich war teilweise schon ein bisschen theatralisch unterwegs. Aber das habe ich heute auch noch mal zu Lukas gesagt, von Küchenmedizin, by the way. Ich glaube wirklich ganz fest, dass viele Wege nach Rom führen. Und Rom ist nicht das Medizinstudium oder das Arztdasein oder irgendwas anderes, was auch immer ihr macht, sondern Rom ist glücklich sein im Leben. Und egal, ob das jetzt über den einen oder den anderen Weg geht, es gibt viele Wege, die dahin führen. Und nur weil ihr das eine nicht machen könnt, aus welchem Grund auch immer, heißt es nicht, dass ihr mit einem anderen Weg nicht auch glücklich sein könnt.
Ich war damals, bevor ich ins Medizinstudium gekommen bin, schon echt richtig obsessed mit diesem Gedanken und habe mir damals wirklich sehr stark eingeredet, dass ich niemals glücklich sein kann, wenn ich nicht in Medizin reinkomme. Und dieses Verhalten sehe ich sehr oft, auch bei Leuten, die mir zum Beispiel auch schreiben. Und rückblickend, ich meine, nachher ist man immer schlauer, ne? Aber rückblickend kann ich euch wirklich sagen, dass das einfach nicht stimmt. Und ich weiß rückblickend auch, dass ich mit was anderem auch glücklich geworden wäre. Und ja, manchmal frage ich mich auch, wie wäre das denn gewesen, wenn ich das stattdessen gemacht hätte? Weil besonders in Klausurenphasen, ja, neigt man dann schon dazu, ein bisschen dramatic zu sein und zu sagen, ich habe keinen Bock mehr und bla bla bla, ne? Und ja, da gibt es schon Momente, wo ich mir denke, hättest du vielleicht lieber mal was anderes gemacht, ne? Das kommt halt vor. Aber egal, wie es ist, man muss auch die positiven Dinge beleuchten, das hat Lukas auch nochmal gesagt. Ohne mein Medizinstudium säße ich jetzt vielleicht nicht hier und wir hätten jetzt nicht diesen schönen Livestream gemacht. Ich hätte all die Leute nicht kennengelernt, die ich kennengelernt habe, meine ganzen Freunde, die ja jetzt wirklich meine primäre Freundesgruppe sind. Und ja, aber das heißt nicht, dass es mit einem anderen Studiengang nicht auch gegangen wäre. Genau. Du konntest die gute Menschenkenntnis und Lebenserfahrung in deinem Medizinstudium übernehmen. Sehr richtig. Also das muss ich sagen, das hat es mir wirklich auch erleichtert am Anfang, weil ich halt schon wusste, wie die Uni funktioniert. Und das ist ein Riesenschock meistens für Erstis, wenn man checkt, so die Uni ist nicht Schule. Und das wusste ich halt schon. Und daher war dieser ganze Start für mich einfacher. Ich war schon organisiert und ich war viel mehr in diesem Unidenken drin. Und einfach ein bisschen auch gechillter, was das angeht. Also zum Beispiel auch, was Vorlesungen besuchen angeht. Also ich war da schon eine der ersten, zumindest in meinem Dunstkreis, die dann auch mal gesagt haben, nee, ich gehe nicht zu der Vorlesung, weil die bringt mir nichts. Da gibt es schon einige Leute, die sich das irgendwie nicht trauen und die dann irgendwie sagen, ach nee, dann verpasse ich was und sowas halt, ne? Also ja, von daher, danke Sam, du hast absolut recht. Kathleen sagt, sie steht kurz vorm Abi und wird bald den TMS machen. Sie hat aber Angst, dass sie es nicht ins Medizinstudium schafft. Hast du mehr Tipps zum Selbstvertrauen? Wie gesagt, eigentlich kann ich nur das wiederholen, was ich gerade eben gesagt habe. Viele Wege führen nach Rom. Halte dir vor Augen, was du alles für Talente hast, wie viele Skills du hast. Und ich wette mit dir, du hast einige. Und was du alles daraus machen kannst. Und dass das nicht der einzige Weg für dich sein muss. Und vor allem, und das kann ich allen sagen, idealisiert dieses Studium nicht und auch nicht diesen Job. Es gibt unfassbar viele Leute, die das getan haben und die ins Studium gekommen sind und irgendwann kriegt jeder von uns so ein bisschen den Hammer auf den Kopf und wird mit der Realität konfrontiert, die schon zu der einen oder anderen Sinnkrise geführt hat. Muss ich sagen, nicht nur bei mir, auch also bei einigen anderen Leuten, weil ja, besonders der Arbeitsalltag später schon, ja, teilweise echt nicht so toll ist. Deswegen überlegt euch das gut, ob ihr das machen wollt. Und ich glaube schon, dass es einige Berufe gibt, die mit einer höheren Zufriedenheit und Lebensqualität einhergehen. Genau. Stimmt, den TMS kann man jetzt zweimal schreiben. Wenn es das bei mir auch schon gegeben hätte, Leute, dann wäre ich da nicht so ausgetickt. Und wisst ihr, ich will auch überhaupt nicht klingen irgendwie wie eure Oma und wie die Leute, die immer sagen, ach, macht euch keine Sorgen, alles wird gut und so. Das machen ja viele aus den höheren Semestern immer. Das hat mich früher mal abgefuckt, weil ich immer so denke, ah, könnt ihr euch nicht daran erinnern, wie das war als Ersti, bla bla bla. Doch, natürlich erinnert man sich dran, wie das war. Aber man will irgendwie auch einfach die Angst so ein bisschen nehmen, weil in the end of the day, it's not that serious. Life is not that serious all the time. Und ja, ihr schafft das schon alle, wirklich. Das Medizinstudium ist kein Hexenwerk, ist es wirklich nicht. Ich selber habe den TMS gemacht. Yes, in 2019 habe ich den gemacht. Ich hatte 69% und damals, Leute, war das nämlich noch so, dass da ein anderes Vergabesystem war und ich hätte mit meinem Schnitt von 1,4 70% gebraucht, um einen Platz sicher zu haben im Wintersemester. Und ich hatte 69%. Also ich habe damals wirklich gedacht, irgendwie eine dunkle Macht will mich weghalten von diesem Studium. Genau.
Ich habe jetzt die Chance, das studieren zu dürfen nach dem TMS, aber wenn ich auf den Arbeitsalltag schaue, verliere ich wirklich krass das Interesse. Wie ist das bei dir? Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung im klinischen Alltag. Ich habe auch einigen Kontakt gehabt oder habe immer noch Kontakt zu Leuten aus höheren Semestern, die da noch mehr Erfahrung haben. Und ich habe es ja auch schon mal im Video gesagt, mir ist relativ klar geworden, dass ich diesen klassischen Arztweg, sage ich mal, für mich nicht möchte. Also zumindest nicht so, wie er gerade ist. Ich bin schon wirklich auf der Suche nach, also spezifisch nach Fachrichtungen, die eine gute Work-Life-Balance haben, die gute, vielleicht auch Teilzeitangebote haben, die vielleicht auch familienfreundlich sind. Und ich habe mich auch schon orientiert, ja, an Sachen, die außerhalb der Klinik liegen, weil man muss nicht Arzt werden mit einem Medizinstudium. Ich meine, das liegt nahe, aber es gibt einige andere Sachen, die man machen kann. Und mittlerweile ist es für mich auch nicht mehr ein No-Go, daran zu denken. Und ja, weil ich es einfach, also ich sehe es einfach nicht ein, meine besten Jahre oder generell meine Jahre nur mit Arbeit zu verbringen. Also das macht, also Arbeit ist natürlich was Schönes und sollte Spaß machen und sollte erfüllend sein, ja, aber die Dinge, die letztendlich für mich immer die wichtigsten sind im Leben, das ist einfach Familie und die Momente mit denen, weil die einfach auch super schnell vorbei sein können und Freunde natürlich und so weiter. Und ja, ich denke mir so, okay, ich würde gerne Ärztin sein. Ich glaube auch, ich wäre nicht die allerschlechteste Ärztin, aber nicht um jeden Preis. So sehe ich das. Sorry, falls das Audio verschoben ist. Also ich benutze nur meinen Desktop, Lautsprecher, deswegen sorry. Oh, hier schreibt jemand, dass sie nach ihrem Biochemiestudium eigentlich noch Medizin studieren wollte, weil mir den Sinn in der Forschung fehlte. Jetzt studiere ich Meeresbiologie und bin damit sehr glücklich. Das klingt mega cool. Boah, Meeresbiologie, das war auch mal eine Zeit lang, wo ich so dachte, oh, das ist cool. Aber ich glaube, dafür bin ich zu untalentiert. Finde es so schade, dass man momentan nur so negativ über Medizin hört. Der Beruf ist mein Traum, aber die Arbeitsbedingungen verunsichern mich so sehr. Ja, also es ist halt einfach die Realität. Und es bringt einfach nichts, das schön zu reden und halt zu idealisieren, weil irgendwann werdet ihr es checken. Also egal, ob ihr das jetzt von mir hört, bevor ihr mit dem Studium startet, oder ob ihr es selber rausfindet. Ich glaube nicht, dass das da keinen Ausweg gibt. Ich glaube nur, dass halt besonders von politischer Seite aus halt einfach langsam mal was passieren muss, weil es gibt auch andere Länder, in denen das anders funktioniert, ne? Und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass das ein Beruf ist, ja, der nicht nur, ich sag mal, auf fachlicher Ebene erfüllend ist, sondern der eben auch einem eine gute Work-Life-Balance gibt. Aber ich habe Hoffnung, weil ich glaube, unsere Generation vor allem. Wir sind nicht mehr bereit, 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und wir sind auch bereit, uns dafür einzusetzen. Und die jüngere Generation kommt ja immer mehr nach, sage ich mal, in den Kliniken und kommt langsam natürlich auch in Führungspositionen. Und ich glaube, dass sich da dann auch was ändern könnte. Genau. Ja, Yvonne hat geschrieben, deswegen habe ich mich nach meiner Ausbildung entschieden, was anderes zu studieren, da die Arbeitsbedingungen absolut schlecht waren. Ja, und im Endeffekt, man muss halt auch realisieren, das beste Fach, also stellt euch mal wirklich das Allergeilste in eurem Leben vor, selbst das wird nicht auf Dauer für euch geil sein, wenn das drumherum nicht stimmt. Weswegen ich zum Beispiel jetzt auch schon seit längerer Zeit mich davon verabschiedet habe, beispielsweise in bestimmte Fachrichtungen zu gehen. Selbst wenn ich sagen würde, oh, das würde mich eigentlich interessieren, ich finde das gar nicht mal uninteressant, schließe ich es aus, einfach wegen den Arbeitsbedingungen, weil ich einfach weiß, ich habe dann letztendlich nichts davon. Wisst ihr, was ich meine? Und da bin ich eher bereit, in eine Fachrichtung zu gehen, die mich vielleicht ein Ticken weniger interessiert, aber wo einfach das Team super ist. Das habe ich vor allem beim Hausarzt auch nochmal gemerkt. Also
Ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht von meiner Hausarztformulatur, weil das einfach irgendwie wirklich schön war, so da zu arbeiten. Auch wenn ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich Allgemeinmedizin irgendwie mal super spannend finden würde. Aber einfach dieses ganze Drumherum, das hat es einfach ausgemacht. Genau. Sind das die Locken ohne Hitze? Ist das nicht unangenehm, damit zu schlafen? Ja, das sind tatsächlich die Locken ohne Hitze. Die sind jetzt ein bisschen rausgegangen, aber ich finde, sie sehen eigentlich sehr natürlich aus, oder? Findet ihr nicht? Also so, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Sieht aus, als ob ich echt Locken hätte. Und nee, es war tatsächlich nicht unangenehm, damit zu schlafen. Ich habe tatsächlich versucht, ein Tutorial zu filmen für euch. Muss ich mal gucken, ob, wann, wie ich das poste. Weil ich einfach, als ich heute Morgen das sozusagen Ergebnis filmen wollte, hatte ich einfach Zahnpasta an meinem ganzen Mund. Ungelogen, nicht nur hier, sondern wirklich überall. Ich sah aus, als ob ich mir irgendwie einen weißen Lippenstift drauf gemacht hätte und ich habe es nicht gesehen. Naja, let me know, ob ihr trotzdem das Tutorial noch wollt. Wenn ja, dann poste ich es einfach, mir dann auch egal. Das Tutorial würde mich auch interessieren, nicht nur wegen der Zahnpasta. Aber okay, Leute, ich würde jetzt mal langsam Abendessen gehen. Deswegen, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Teilnahme und ja, dass ihr die ganze Zeit über geblieben seid. Also ich glaube, ich habe immer mal wieder drauf geguckt. Wir waren relativ konstant bei irgendwie 330 oder so. Richtig cool. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Genau, wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Da werde ich dann das nächste announcen. Ich schreibe es nochmal in den Chat, wie ich da heiße, damit alle das auch mitbekommen. So, genau. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Falls ihr noch weiter lernt, dann viel Erfolg und denkt dran, ihr braucht eure Ruhezeiten und eure Pausen. Genau. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Livestream. Jetzt muss ich gucken, ob ich den hier überhaupt beendet bekomme. Moment. Tschüss.